Im Namen der Göttinger Studenten für den Rechtsstaat e.V. grüße ich ganz herzlich hier in Deutschland Michail Sergejewitsch Gorbatschow. Sehr verehrter Herr Gorbatschow, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kommilitonen, wir, der Göttinger Kreis Studenten für den Rechtsstaat, heißen Sie recht herzlich willkommen und begrüßen Sie hier in Berlin, der alten und neuen Hauptstadt des vereinten Deutschlands. Es ist uns eine besondere Freude, dass Sie, Herr Gorbatschow, den weiten Weg aus Russland auf sich genommen haben, um heute unser Gast zu sein. Begrüßen möchten wir an dieser Stelle auch die zahlreich vertretene nationale und internationale Presse. Bewegt hat uns die überwältigende Resonanz, die diese Veranstaltung im Vorfeld ausgelöst hat. Wäre dieser Saal doppelt so groß, es hätten fast alle Platz gefunden. Vor etwas mehr als 8 Jahren war die Welt doch in 2 Blöcke geteilt. Und nirgendwo war die Trennung so deutlich wie hier in Berlin. Die Mauer und das verschlossene Brandenburger Tor teilten die Welt in Ost und West. Sehr verehrter Herr Gorbatschow, die durch Ihre Politik geprägten Begriffe Perestroika und Glasnost stehen symbolisch für eine epochale Wende in der Geschichte. Ihre Politik brachte das Ende des Kalten Krieges und damit auch das Ende des Blockdenkens. Die Mauer steht nur noch für die Vergangenheit und das offene Brandenburger Tor für die wiedererlangte Freiheit der Gegenwart. Diese Freiheit ist es, die uns heute alle Chancen gibt. Es ist nun an uns, sie zu erhalten und vor allem sie zu gestalten. Wir, die Studenten für den Rechtsstaat, haben uns zusammengefunden, weil wir uns dieser Aufgabe stellen wollen. Uns geht es darum, heute die Weichen für eine gesunde Zukunft zu stellen. Denn gerade die Zeiten des politischen Wandels bringen auch Risiken und Gefahren mit sich. Es ist unsere Verpflichtung, darauf zu achten, dass Recht immer vor Politik steht. Wenn nicht mehr das Recht der ordnende Faktor ist, sondern nur noch Macht die Richtung weist, dann sollten alle hellhörig werden. Dann ist der Rechtsstaat in Gefahr. Deshalb müssen wir besonders vorsichtig umgehen mit diesem teuren Gut. Schon der leiseste Verdacht muss Alarm auslösen. Rechtsstaat bedeutet, wir brauchen 3 Gewalten in dieser Republik, 3 Gewalten, die unabhängig voneinander sind. Wir brauchen ein starkes Parlament, in dem jeder Abgeordnete nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ein freies Mandat hat. Wir brauchen eine Regierung, die sich an Werten orientiert und nicht nur an Macht und Einfluss. Und wir brauchen Gerichte, die Urteile fällen, die über jeden Zweifel politischer Einflussnahme erhaben sind.
Demokratie bedeutet, dass das Volk regiert. Und in einer repräsentativen Demokratie, wie wir es in der Bundesrepublik haben, regiert es über gewählte Vertreter. Grundvoraussetzung für das Funktionieren dieses Systems ist es aber, dass vor der Wahl der Wähler seine Überzeugung frei bilden kann. Wer nur die halbe Wahrheit kennt, kann sich kein Bild von der Wirklichkeit machen. Es ist deswegen von elementarer Wichtigkeit, dass die Medien das ganze Bild der Wirklichkeit wiedergeben. Dass sie vollständig und umfassend informieren. In einer freien Presselandschaft gibt es keine Tabus. Die politische Willensbildung hat von unten nach oben zu erfolgen. Die unten gebildete Meinung muss sich oben in den Staatsorganen wiederfinden und nicht umgekehrt. Wenn die Staatsorgane von oben politische Willensbildung betreiben und damit den Willen unten lenken, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht unser System Kopf. Eine gesunde Gesellschaft braucht eine starke Demokratie. Vor 8 Jahren ist die Welt in Bewegung geraten. Wir, die Studenten für den Rechtsstaat, haben uns gegründet, um in dieser wechselvollen Zeit den Risiken offen ins Auge zu sehen und mit Vertrauen auf Gott, Mut und Herz die noch viel größeren Möglichkeiten zu nutzen. Sehr verehrter Herr Gorbatschow, Sie haben gezeigt, dass jeder Einzelne etwas bewegen kann, dass man sein Rückgrat nicht an der Garderobe abgeben muss, um Politik zu machen, dass mit Mut und Herz diese Welt noch zu verbessern ist. Deswegen sind Sie heute unser Gast. Wir freuen uns auf Ihre mutigen Worte. Solange ich mich mit der technischen Situation vertraut mache, möchte Herr Gorbatschow sagen, dass er sehr, sehr froh darüber ist, wieder mal in Berlin zu sein. Я не знаю, сколько раз я здесь был. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon in Berlin war. Но всякий раз, когда я приезжаю, aber jedes Mal, после известных wenn ich nach Berlin komme, я вглядываюсь в лицо Берлина. Dann versuche ich mir noch einmal das Antlitz der Stadt Berlin einzuprägen. Становится новый город, понимаете? Die Stadt wird neu. И я поздравляю вас. Und ich möchte Sie dazu beglückwünschen. Я заинтересован и как почетный гражданин этого города. Ich bin daran auch interessiert, aus eigennützigen Gründen. Ich bin auch Ehrenbürger dieser Stadt. И уж ближе к нашей предстоящей теме. И поближе к нашей und теме, unserem bevorstehenden Thema jetzt näher zu kommen, zu dem ich jetzt meinen Vortrag halten werde. Я спросил, ну, помимо того, что я вижу, что происходит. Ich habe gefragt, auch abgesehen davon, was ich sehe, mit eigenen Augen, dann habe ich auch gefragt, was ist eigentlich los jetzt in Berlin? Was tut sich in Berlin? Ich habe auch hier in Berlin gefragt, wie ändert sich auch die gesetzliche Grundlage, wie ändern sich die Gesetze? И не расширили ли права почетных граждан? Und ich habe mich auch dafür interessiert, ich habe mich erkundigt, ob die Rechte der Ehrenbürger vielleicht nicht erweitert wurden. Я сказал, ну что же, когда я получал это право, мне сказали, я задал, какими правами я пользуюсь. Als mir dieses Recht verliehen wurde, dann habe ich mich natürlich sofort erkundigt, welche Rechte ich jetzt genieße. И мне сказали, что вы und имеете право, war, ich hätte das сколько recht, бы вы раз не были в Берлине, egal, бесплатно wie oft sind, пользоваться Berlin общественным транспортом. Kostenlos mit Berliner Verkehrsmitteln zu fahren. Но не такси. Aber nicht mit dem Taxi. Я с удивлением спросил, и все?
Und da, ich war ziemlich erstaunt und dann fragte ich, war das schon etwa? Da. Ja, es ist wirklich so. Ну, спасибо за это. Also, ich bedanke mich auch dafür natürlich. Сейчас, когда я об этом наполнил, jetzt, wenn ich Sie daran erinnert habe, какие-то еще добавления, dann wollte ich eben wissen, vielleicht gibt es irgendwelche Ergänzungen in dem Status der Ehrenbürger. Ответ был und die Antwort lautete, das war, ich bekam eine echt deutsche Antwort, ganz deutlich und kurz und bündig. Мы поднимаем город. Also wir bauen unsere Stadt jetzt auf und aus. У нас много проблем, денег лишних нет. Wir haben viele Probleme, wir haben kein Geld übrig. Приоритеты расставлены. Also das heißt, die Schwerpunkte sind schon gesetzt worden. Дорогие друзья, liebe Freunde, я всех вас горячо приветствую, ich möchte Sie собрались в этом большом зале. Herzlich begrüßen. Ich freue mich darüber, dass Sie sich hier so versammelt haben. Я это очень высоко ценю. Ich weiß das zu schätzen. В этом, в эти дни, in diesen Tagen, предшествующие 2-3 дня, in diesen 2-3 Tagen, die ich in Deutschland bin, был на телевидении, ich war im Fernsehen in Hamburg, был на европейском форуме, ich war auch beim Europaforum, wo ich einen Vortrag hielt zum Thema Europa, ein vereintes Europa, eine reale Perspektive oder eine Utopie. И я был в нескольких небольших городах, ich besuchte auch einige kleinere Städte, ich с гражданами, traf viele Bürger der Stadt, ich begegnete Politikern, obwohl das Wetter alles andere als günstig war, es дождь, war ветер, все, Regen und Schnee und Eisregen, alles Mögliche, trotzdem versammelten sich Tausende von Menschen auf den Plätzen und ich spürte ein riesengroßes Interesse und auch eine riesengroße Unterstützung und Sympathie. Und ich hoffe auch darauf, dass auch in diesem Saal sich diejenigen versammelt haben, die einfach mit mir zusammen diesen Abend verbringen möchten. Und ich bedanke mich bei Ihnen dafür. Дорогая Беатрикс, если бы я Liebe выступал wenn ich jetzt по проблемам правового müsste, государства, zu den Problemen eines Rechtsstaates, мой бы доклад состоял из двух строчек, aus zwei Zeilen bestellen, bestehen. Я полностью согласен с тем, что она сказала. Ich gebe dir absolut recht. Я бы даже так не сказал, как это она сказала. Ich hätte es wahrscheinlich gar nicht geschafft, es so gut zu sagen, wie sie es gesagt hat. И когда говорят, что у нынешней und молодежи, wenn man sagt, die jetzigen, die heutigen jungen Leute, die heutige junge Generation, в головах много ветра, also sehr windig im Kopf sei, но может быть потому, что у них и сохраняется свежесть мысли, и такие aber мысли vielleicht gerade мысли. Durch diesen Wind behält die Jugend so die Frische des Gedanken. Мы только что беседовали, я сказал, wir haben uns unterhalten kurz davor. Я юрист, и und ich habe gesagt, ich bin Jurist на этот счет. Ich habe noch einiges behalten so aus meinen Studienzeiten. Duralex, Zetlex. Das heißt, ja, закон, закон. Ja, das heißt auf Deutsch, das Gesetz ist hart, aber das ist doch ein Gesetz. Это римское право. Das ist das römische Recht. И еще. Und noch etwas. Пусть рушится мир, но торжествует die закон. Welt möge untergehen, das Gesetz bleibe aber erhalten. Ja. Я сказал, ich habe вы согласны gesagt, с этим? So sind Sie mit den beiden Grundsätzen, die ich zitiert habe, einverstanden? И у нас состоялась уже маленькая дискуссия. Und wir hatten schon eine kleine Diskussion, все-таки, которая показала, что при die этом gezeigt hat, dass, не допускается, чтобы исчез dass сам man nicht человек. Zulassen darf, dass der Mensch verschwindet aus dem Blickfeld. Ведь есть и законы, которые надо порушить. Das heißt, es gibt auch Gesetze, и заменить, die man и обновить. Abschaffen sollte oder die erneuert oder revidiert werden sollten. Но в рамках конституционного процесса. Aber natürlich im Rahmen der Verfassung. Это das stimmt schon. Когда меня спрашивают, а у нас дискуссии wenn ich идут, gefragt werde und ich führe viele Diskussionen. Какой же власти под силу ситуация welche Macht в России? Ist eigentlich imstande, die Situation in Russland in den Griff zu bekommen? Может, нам нужен русский Пиночет? Vielleicht brauchen wir einen russischen Pinochet? И не только, или что-то подобное. Oder etwas in der Art. Я говорю, что я dann признаю ich, только одну диктатуру. Für mich gilt nur eine einzige Diktatur. Диктатуру закона. Die Diktatur des Gesetzes. Другой диктатуры я не принимаю.
Ich akzeptiere keine andere Diktatur. Und die letzten Jahre haben erwiesen und gezeigt, dass alle Diktatoren, alle totalitären Regime gehen unter und die internationale politische Bühne verlassen. Und die Demokratie trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller auch Schwächen manchmal, obwohl sie selbst eine Demokratisierung und Erneuerung bedarf, die Demokratie. Und damit wir auch zu den Ursprüngen der Demokratie wieder zurückkommen können, eben das, was Beatrix gesagt hat, das heißt, die Demokratie ist nichts anderes als die Macht des Volkes. Wir müssen darauf zurück. Das heißt, das Volk wählt muss nicht nur wählen, sondern auch herrschen. Und Macht ausüben, das ist heute ganz besonders wichtig. Sonst bekommen wir keine Politik, die angemessen wäre den Herausforderungen unserer Zeit. Wenn das Volk so weit weg von den Entscheidungsprozess entfernt ist, wenn das Volk über den Hebel einer realen Kontrolle über die politische Macht verfügt, all das rückt die Probleme der Demokratie in ein anderes und ein neues Licht. Es ist kein Zufall, dass zum Beispiel in Italien in einem ziemlich kurzen Zeitraum plötzlich von der politischen Bühne verschwunden sind. Und man ist dort auf der Suche nach neuen politischen Strukturen, die eigentlich imstande wären, das Wichtigste in Demokratie zum Ausdruck zu bringen, das heißt den Willen des Volkes. Ich lasse mich nicht hinreißen, also ich habe mein eigenes Thema für meinen Vortrag. Dieses Vorwort war eine Art Begrüßung für diese wunderschöne Studentenbewegung, für einen Rechtsstaat. Ohne eine zivile Gesellschaft, ohne eine reale dynamische Demokratie, wird es auch keinen Rechtsstaat geben. Deswegen begrüße ich Ihre Bewegung. Das Thema meines Vortrags ist die Wiedervereinigung Deutschlands. Wie war das und wie bedeutete das? Nicht nur für die Deutschen, sondern auch für Russland, für Europa und für die Welt. Das war ein Ereignis von enormer Tragweite. Es kennzeichnete den Abschluss einer ganzen Etappe in der Geschichte des tragischen 20. Jahrhunderts. Zugleich eröffnete es die Möglichkeit für verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten in Europa und in der Welt. Zunächst stellen wir uns die Frage, war denn die Teilung Deutschlands nach dem Kriege unvermeidlich? Gerechtigkeitshalber komme ich nicht umhin zu sagen, dass die Sowjetunion in der Sache der deutschen Teilung nicht der Initiator war, obwohl es gerade die Sowjetunion, die durch die Hitler-Aggression am schwersten betroffen worden war. Alle haben Stalins Worte in Erinnerung, die zu dem Zeitpunkt gesagt wurden, als die faschistischen Truppen 27 Kilometer vom Roten Platz entfernt waren. Die Hitlers kommen und gehen. Aber das deutsche Volk, die deutsche Nation, bleibt. Das wurde gesagt zu dem Zeitpunkt, als der Krieg noch in vollem Gange war, als der Ausgang des Krieges noch bei weitem nicht feststand. Im Gegensatz dazu,
erklärte Roosevelt 1943, dass Deutschland nicht mehr als Nation existieren dürfe. Auf der Konferenz von Teheran brachten die Amerikaner offiziell die Frage nach Teilung Deutschlands zur Sprache. 1944 brachte Churchill den britisch-amerikanischen Plan der Teilung Deutschlands nach Moskau mit. Das war auch ein Plan der Abtrennung einiger deutschen Gebiete. Stalin wich damals aus. Genauso war sein Verhalten in Jalta im Februar 1945, als die Amerikaner erneut diese Frage aufwarfen. In Potsdam war das bereits Truman, der bereits die Aufteilung Deutschlands in drei Staaten forderte. Stalin hat sich davon distanziert. Das Einzige, was er durchsetzen wollte, war die Festlegung der deutschen Staatsgrenze auf der Linie Oder-Neiße-Linie. Ich habe nicht vor, auf alle Aufs und Abs des deutschen Problems einzugehen. Ich möchte nur ganz kurz sagen, Die Einheit Deutschlands ist eines der ersten Opfer des Kalten Krieges geworden. Jedoch, obwohl die Deutschen gezwungen waren, an dem Kalten Krieg gegeneinander teilzunehmen, war der Gedanke an der Einheit in ihrem Bewusstsein, in ihren verborgenen Bestrebungen nie erloschen. Und das war eine der wichtigsten Voraussetzungen für die künftige Vereinigung. Tontechniker, bitte. Wie stellte sich für uns in der UdSSR die deutsche Frage zum Anfang der Perestroika-Ära? Die DDR war nicht nur unser Verbündeter, sondern ein wirtschaftlich fortschrittlicher sozialistischer Kampfgefährte, mustergültig für alle anderen. Sie verfügte über das stärkste nach der Sowjetunion selbst Militärpotenzial im Warschauer Bündnis. Zugleich war die Bundesrepublik für unsere wirtschaftlichen Beziehungen Partner im Westen. In mancherlei Hinsicht ein unverzichtbarer Partner. Die Ostpolitik von Brandt kam bei der sowjetischen Führung an. Willy Brandt, das war ein großer Politiker Deutschlands. Obwohl man sagen soll, die ersten schwierigen Schritte in diese Richtung hatte bereits Konrad Adenauer getan. Tontechniker, bitte. Die sowjetische Führung ging dabei aus, dass es irgendwie gelingen würde, den tieferen Sinn dieser Politik zur Neutralisierung, das Endziel dieser Politik. Dieses Endziel war sichtbar für alle, für uns Russen und auch für die Deutschen im West und Ost, für Recht und Linke. Und das war, das Endziel dieser Ostpolitik war die Wiedervereinigung. Trotzdem stellte sich die deutsche Frage auch nachher nicht. Das heißt, offiziell stellte sich die deutsche Frage für uns nicht. Zu dem Zeitpunkt, als ich die Staats- und Parteiführung übernahm, hatte sich in dem Verhältnis in der Sowjetunion zu den Deutschen sehr stark verändert. Die Sowjetunion war zu der Wiedervereinigung nicht bereit. Niemand hatte damals damit nur gerechnet. Auch die Deutschen nicht. Die Bundesrepublik war übrigens der letzte der großen Staaten, deren Führungen unsere Perestroika eine Chance für die Verwandlung, für die Veränderung der ganzen internationalen Lage erkannten. Das hat uns nicht gestört.
Im Mai 1987, anlässlich des bevorstehenden Besuches des Bundespräsidenten von Weizsäcker in Moskau, wurde beschlossen, das Potenzial des Moskauer Vertrages wiederzubeleben. Während des Treffens mit Herrn von Weizsäcker, und ich muss sagen, dass wir diesen Politiker ganz besonders herausgehoben hatten, fielen Worte von einem neuen Blatt in unseren Beziehungen. Aber in Bezug auf die deutsche Frage blieb es immer noch bei der politischen Position so, wie sie von Gromyko geprägt worden war. Das ist Ihnen wahrscheinlich ein Begriff, der ehemalige sowjetische Außenminister Andrei Gromyko. Obwohl auch, wenn auch mit einer gewissen Perspektive in philosophischer Art. Damals habe ich zum Bundespräsidenten von Weizsäcker gesagt, die Geschichte wird entscheiden. Nach dem Krieg hat die Geschichte einmal so entschieden. Warten wir ab, wann es sich vielleicht anders überlegt. Was verbarg sich hinter diesem Spruch? Erstens die Einsicht, dass die gewaltsame Teilung einer großen Nation nicht normal ist und dass es nicht angeht, die ganze Nation zu einer ewigen Strafe zu verdammen für Verbrecher, die ihre Führer in der Vergangenheit begangen haben. Und zweitens, die Absicht, den Bundeskanzler anzuregen zu dem Nachdenken darüber, ob seine Handlungsweise richtig sei, bei der Förderung neuer Beziehungen zu Moskau hinter allen anderen zurückzubleiben. Und Helmut Kohl hat reagiert. Er hat selbst die Initiative ergriffen. Wir trafen uns in Moskau im Oktober 1988. Von da an wurden die deutsch-sowjetischen Beziehungen durch persönliches Vertrauen und Verständigung und sogar beiderseitige Sympathie bereichert. Wir legten beide die Bereitschaft an den Tag, die schwierigen Erinnerungen an den Krieg zu überwinden. Wir waren beide nicht gewillt, die Beziehungen zwischen unseren Völkern und Ländern durch die Ideologie zu belasten. Und wir waren beide bereit, unsere Beziehungen auf eine neue Ebene zu bringen, auf die nicht nur des gegenseitigen wirtschaftlichen Vorteils, sondern auf die Ebene des politischen Vertrauens. Um die Wiedervereinigung Deutschlands ging es natürlich nicht bei diesem ersten Treffen. Und ich glaube, das kann man wohl nachvollziehen. Aber die Beziehungen zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik wendeten sich sehr schnell zum Besseren. So viele Begegnungen mit deutschen Politikern hatte ich mit Vertretern keines anderen Staates. Bei diesen Gesprächen und bei Kontakten mit Vertretern der deutschen Öffentlichkeit, der beiden deutschen Staaten, vernahm ich die Rufe und die Herausforderungen der Zeit. Viel für das Verstehen des gegenwärtigen Deutschlands brachte mir der Besuch in der Bundesrepublik im Juni 1989. Das war eine sehr inhaltsreiche Reise, reich an Kontakten, an Begegnungen, nicht nur mit Politikern, sondern auch mit der Öffentlichkeit, mit Bürgern, in Betrieben, mit Arbeitern. Im Laufe dieser Reise kam ich zu der Überzeugung, dass es doch eine Chance gibt, den im 20. Jahrhundert unterbrochenen Prozess der Annäherung und des Zusammenwirkens zwischen den zwei Großnationen Europas wiederherzustellen. Bald darauf, wie Sie sich erinnern, bald darauf, wenn Sie sich erinnern, nahmen die Ereignisse
einen unaufhaltsamen schnellen Lauf. In Moskau hatte man schon immer gewusst von den Bestrebungen der Deutschen in der DDR nach Wiedervereinigung. Das war deutlich erkennbar, selbst in den Parteiführungskreisen. Und diese Bestrebungen nahmen rasch zu unter dem Einfluss der Demokratisierung in der UdSSR. Diese Demokratisierung verwandelte diese Hoffnung, diese Erwartungen in etwas ganz real Mögliches. Aber dass diese Erwartungen und Hoffnungen gerade im Sommer bis Herbst 1989 zum Ausbruch kamen, das lag ohne weiteres an dem radikalen Umbruch in den Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik in Europa und in der Welt generell. Ich werde sehr oft gefragt, wann genau, manche wollen sogar wissen, an welchem Datum, an welchem Tag genau ich eigentlich in die Wiedervereinigung eingewilligt habe. So einen Tag gibt es einfach nicht. Wir handelten einfach im Geiste des neuen Denkens. Und zwar, es durfte nicht zugelassen werden, dass der Aufbruch der Deutschen zur Einheit den Prozess der Beendigung des Kalten Krieges sprengen würde. Deswegen sollte alles sehr schrittweise gehen. Zweitens, die Deutschen haben das Recht, über ihr eigenes Nationalschicksal selbst zu entscheiden. Aber unter Berücksichtigung der Interessen anderer Nationen. Und drittens, es kann und es darf und es wird keine Gewalt angewandt werden. Nur unter der Nur unter Berücksichtigung dieser drei Grundsätze kann man meine alle darauf folgenden Handlungen erklären. Ich muss sagen, dass eine ganz besondere Rolle für das Verstehen der damaligen Situation die Haltung der Ostdeutschen gespielt hatte. So wie sie während der Feierlichkeiten des 40-jährigen Bestehens der DDR hier in Berlin zum Ausdruck gebracht wurde. Als ich an diesem Abend damals auf der Tribüne stand, neben den führenden Persönlichkeiten der DDR und anderer führender Persönlichkeiten aus der Warschauer Vertragsstaaten, und wir haben den Fackelzug gesehen mit den Vertretern aus allen sämtlichen Bezirken der DDR. Sie zogen an uns vorbei und ich sah, mit welcher Stimmung, wie frei, wie zuversichtlich diese jungen Menschen marschierten, aber gleichzeitig dabei kam auch ihr Wunsch, ihr innigsten Wunsch nach Veränderungen geäußert. Dort vernahm ich direkte Aufrufe auf meine Adresse. Der damalige Ministerpräsident Polens, Raczkowski, er spricht gut Deutsch. Und er fragte mich, ob ich verstehe, was die Deutschen da rufen und was die Deutschen von mir wollen in diesem Moment. Ich habe gesagt, ja, ich verstehe das schon. Und er sagte, das bedeutet das Ende. Ja, habe ich gesagt. Und damals habe ich begriffen, welcher Preis jetzt zu zahlen ist für die Missachtung, für das Ignorieren der Perestroika in der DDR. Wir wollten unsere Politik niemandem, unsere Sicht der Dinge niemandem aufzwingen. Und ich habe Erich Honecker und anderen Vertretern immer wieder gesagt, wir brauchen die Perestroika, wir brauchen die Demokratie und wir brauchen die Freiheit und Glasnost. Die DDR muss selbst entscheiden, was sie braucht und was sie nicht braucht.
Как правило, немецкие руководители ГДР говорили, что свою перестройку они совершили 17 лет назад. И если бы шли процессы обновления, und wenn diese Erneuerungsprozesse Schritt gehalten hätten mit der Sowjetunion, dann wäre die Wiedervereinigung vielleicht etwas anders verlaufen. Aber dass diese Wiedervereinigung doch stattgefunden hätte, ich bin davon fest überzeugt. Ende Januar 1990 rief ich in meinem Büro eine Beratung in den Kreis zusammen. Das waren die führenden Vertreter, die führenden Verantwortlichen der Sowjetunion zusammen zur deutschen Frage. Die Entwicklung erforderte dies. Alle von mir eingeladenen Kollegen äußerten sich in dem Sinne, dass das Schicksal der DDR eigentlich entschieden sei. Der Staat löse sich praktisch auf. Wir erörterten die Formel 4+2 bzw. 2+4, in deren Rahmen die Siegermächte handeln sollten. Und hier an diesem Tag, an diesem Ort, habe ich bei allgemeiner Zustimmung den Marschall Achromejew angewiesen, den Abzug der Truppen aus Ostdeutschland in die Wege zu leiten. Am 10. Februar 1990 fand in Moskau sehr wichtiges Treffen mit Bundeskanzler Kohl statt, währenddessen ich Folgendes erklärt habe. Das steht inzwischen festgeschrieben in den Annalen der Wiedervereinigung Deutschlands. Ich zitiere, damals habe ich gesagt, die Deutschen müssen selbst ihre Wahl treffen. Und die Deutschen müssen über unsere Haltung, unsere Position Bescheid wissen. Kohl fragte damals noch nach. Meinen Sie damit, wollen Sie damit sagen, dass die Frage der Einheit die Sache der Deutschen selbst ist? Ja, habe ich gesagt, aber im Kontext der Realitäten. Die Fragen, die Helmut Kohl und ich besprachen, betrafen nicht nur unsere bilateralen Beziehungen. Denn der Prozess der Wiedervereinigung Deutschlands, der sämtliche Prozess, war aufs engste unzertrennlich verbunden mit allen Veränderungen, mit den Veränderungen der gesamten internationalen Lage, vor allen Dingen in Europa. Und vermeintlich war dabei auch der amerikanische Aspekt präsent. Von der Zustimmung der beiden Supermächte hing in einem entscheidenden Maße ab, ob die Wiedervereinigung friedlich verlaufen würde. Das möchte ich ganz besonders hervorheben, dass dies eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Wiedervereinigung Deutschlands war. Nichtsdestotrotz stellte sich mit der fortschreitenden Entwicklung immer dringender die Frage über die Zugehörigkeit des Vereinten Deutschland zur NATO. Wir waren für ein neutrales Deutschland. Und wir gingen dabei aus, dass wir ein sehr großes Vertrauen Deutschen gegenüber hatten und immer noch haben. Im Westen, членом которой являлась Западная Германия, im westlichen Bündnis, что будет,
dessen Mitglied Westdeutschland auch war, hegte man Zweifel in Bezug darauf, welche Rolle das vereinte Deutschland in Zukunft zu spielen gedenke. Und als in Camp David George Bush zu mir sagte, haben Sie etwa Angst vor den Deutschen? Wir haben ja keine Angst. Ich habe gesagt, wir haben Angst weder vor den Deutschen noch vor euch. Aber weiterhin habe ich zu ihm gesagt, ich habe den Eindruck, Sie haben vor allen Dingen Angst vor einem starken, vereinten Deutschland. Und darauffolgende Ereignisse zeigten, glaube ich schon, dass ich recht hatte. Einigte man sich auf die Regelung, die ich mit US-Präsident Bush ausgearbeitet hatte, während unseres Summits in Washington Ende Mai 1990. Und zwar, Deutschland hat das Recht, einem Block beizutreten oder frei zu entscheiden, ob Deutschland einem Block beitreten soll oder blockfrei bleibt. In dieser Regelung äußerten sich Respekt und Vertrauen den Deutschen gegenüber und der deutschen Regierung und dem deutschen Bundeskanzler persönlich gegenüber. Ich bin heutzutage frei, ein freier Mensch, und jetzt kann ich mir leisten, so ein bisschen frei laut zu denken und frei Überlegungen anzustellen. Und ich möchte folgende Überlegungen anstellen. Wurde das Volk des vereinten Deutschlands gefragt, ob die Deutschen auch bei der NATO, in der NATO bleiben wollen? Das wäre, glaube ich, schon im Geiste eines Rechtsstaats gewesen. Wäre das keine Frage für einen Volksentscheid gewesen? Wenn ich das damals gesagt hätte, dann wäre das gedeutet als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Aber jetzt führe ich einfach ein Gespräch mit jungen Leuten über wichtige Ereignisse unserer Geschichte. Was das Tempo der Entwicklung betraf, so spielten zwei Faktoren die entscheidende Rolle. Gestern und vorgestern bei den Treffen auf den Stadtplätzen, weil das Thema immer präsent ist, immer dabei ist, das Thema Wiedervereinigung wird immer wieder angesprochen, historisch und auch aktuell, was auch jetzt passiert und die Probleme, die sich daraus ergeben und die Zukunft des vereinten Rolle und die neue Rolle, bei der sich Deutschland erst sich festlegen sollte. Das Thema kommt immer wieder hoch. Und ich habe gesagt, jetzt stellte sich heraus, dass es sehr viele Helden der deutschen Wiedervereinigung gibt. Aber in Wirklichkeit gab es nur zwei. Das sowjetische Volk und das deutsche Volk. Denn wenn diese zwei Nationen nach dem Krieg in der damaligen Situation verharrt hätten, wenn diese Beziehung nur durch die Erinnerung an diese gemeinsame Tragödie geprägt worden wäre, dann hätte es nie eine Wiedervereinigung gegeben. Die Deutschen haben ihren schweren Weg der Erkenntnis gegangen und die Sowjetmenschen auch. Und die Beziehungen zu der Bundesrepublik und die Millionen von Kontakten mit den deutschen Bürgern in der DDR waren von ausschlaggebender Bedeutung, damit diese Menschen aufeinander zukommen konnten, damit diese Menschen realisieren konnten,
Und damit sie sich versöhnen können, damit sie einander die Hand reichen konnten, mit der Perspektive einer Zusammenarbeit und einer Partnerschaft. Kein einziger Politiker in der Sowjetunion hätte es nie geschafft, ohne dieses Verständnis seitens des sowjetischen Volkes für ein anderes Deutschland, für andere Deutsche, als ein Volk, das in einem demokratischen Staat lebt, ein offenes Deutschland für alle anderen Völker. Wenn die sowjetischen Menschen das nicht in Deutschland erkannt hätten, dann wäre kein Politiker imstande gewesen, diese Politik durchzusetzen. Und jetzt erinnern wir uns, als Politiker... А теперь давайте вспомним, jetzt erinnern wir uns daran, когда политики проясняли формулу объединения. Als die Politiker darüber nachdachten, wie, помните, nach welcher Formel die Vereinigung verlaufen soll, gingen wir alle davon aus, dass dieser Prozess ein langer Prozess sein würde. Wir dachten darüber nach, dass es zuerst wahrscheinlich eine Währungsunion wird oder eine Konföderation aus zwei Staaten. Und während wir das alles besprachen und darüber nachgrübelten, gingen die Deutschen auf die Grenze zu und stürmten die Berliner Mauer. Und sie haben es selbst entschieden, in welche Art und Weise der Wiedervereinigung sie bevorzugen. Wie sollen die Politiker da unter solchen Bedingungen reagieren? Ich glaube, nur so, wie sie es wirklich in jenen Tagen war. Und wir handelten auch so in diesem Sinne. Und als ich am 9. November den Anruf aus Berlin bekam, und ich habe erfahren, dass die Deutschen von beiden Seiten her die Mauer stürmen, und dass die Führung der DDR die Mauer öffnen ließ und dass die Vereinigung sich eigentlich vollzogen hat, dann habe ich gesagt, sie haben recht gehabt. Und das war der Ausgangspunkt. Es kam schon vor, dass der Bundeskanzler manche Sachen ein bisschen hochspielte. Er trieb auch einige Ereignisse an. Es war, denken Sie daran, dass es ein Wahlkampf war. Natürlich musste man um jede Stimme kämpfen im neuen Deutschland. Aber jedoch, nachdem ich das gesagt habe, muss ich sagen, und das ist ganz wichtig, dass die Deutschen darüber wissen, dass wir beide Hand in Hand alles gemeinsam taten. Und ich muss hinzufügen, ganz enorm ist das Verdienst des Herrn Hans-Dietrich Genscher. Jedenfalls haben wir die innigste Sehnsucht der Deutschen festgestellt. Wir haben auch den Wunsch anderer Völker gesehen, dass dieser Prozess den ganzen Prozess des europäischen Aufbaus nicht umwerft und sprengt. Und alles, was wir zu diesem Punkt erreicht hatten bei der Beendigung des Kalten Krieges. Nach den Absprachen, die ich mit US-Präsidenten getroffen hatte, war die Frage, ob sich Deutschland vereinigt oder nicht, eigentlich vom Tisch. Sie galt ab nun als ein Problem der geschichtlichen Entwicklung. Was übrig blieb, war die juristische und politische Gestaltung dieses Problems.
Diese Arbeit wurde auch im Laufe von 3 Monaten in Moskau, im Kaukasus und in Bonn geleistet. Dazu gehört natürlich die Regelung der außenpolitischen Aspekte der Wiedervereinigung über die 2+4-Formel. Im Juli brachte der Bundeskanzler nach Moskau den Entwurf des Großen Vertrages mit. Des Großen Vertrages zwischen der Sowjetunion und dem künftigen Vereinten Deutschland. Dieser Vertrag öffnete eine neue Seite in unseren gegenseitigen Beziehungen. Und diese Tatsache erschien uns weder verfrüht noch unangebracht. In der Sowjetunion wurde diese Entwicklung sehr positiv aufgenommen. Und das war auch von entscheidender Bedeutung in diesen entscheidenden Tagen, als diese Entscheidungen fielen. Jetzt möchte ich auf die Bitte der Veranstalter eingehen und mich zu den Fragen der Restitutionen äußern. Ich musste diese Frage schon mehrmals beantworten, in verschiedenen Interviews gegenüber Zeitungen und Fernsehstationen. Am ausführlichsten wurde meine Antwort im Spiegel-Interview dargelegt, 36 für 1994. Also ich bleibe immer noch bei der gleichen Position, deswegen werde ich mich wiederholen müssen. Vor allem möchte ich Folgendes sagen. Sämtliche Verhandlungen, sämtliche Vereinbarungen, Beschlüsse, offizielle Erklärungen, die mit der Wiedervereinigung Deutschlands verbunden sind, sind veröffentlicht worden. Und nur sie allein sind politisch und juristisch wirksam. Es gab und es gibt keine geheimen Abkommen und Vereinbarungen. Es geht nicht nur darum, dass es keine schriftlichen, offiziellen Protokolle gibt, keine geheimen schriftlichen Protokolle gibt. Es gibt nicht einmal geheime Gentleman Agreements in diesem Sinne. Von dem Moment an, als ich dem Bundeskanzler gegenüber erklärt hatte, dass die eigentlichen, die inneren deutschen Angelegenheiten im Rahmen des Wiedervereinigungsprozesses durch die Deutschen selbst zu entscheiden sind, hielt ich mich strikt daran. Ich habe das verstanden. Und die Frage nach Restitutionen des enteigneten Besitzes wurde auf der höchsten Führungsebene niemals angesprochen. Warten Sie ab, ich bin noch nicht fertig. Für mich klingt das einfach absurd, wenn man behauptet, wenn man mir unterstellt, ich hätte diese Forderung nach dem Verbot der Restitutionen als Vorbedingung für meine Zustimmung zur Wiedervereinigung gefordert.
Не знаю, если у вас у немцев такая поговорка. Ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch so ein Sprichwort gibt. Но у нас, как говорят, aber bei uns sagt man, не надо путать Божий дар с яичницей. Man darf so dass die Gottesgabe mit einem Rührei nicht vermischen. Am 15. Juni 1990 правительство еще существовавших тогда двух Германий veröffentlichten die Regierung der damals noch existierenden beiden deutschen Staaten опубликовали совместное заявление eine gemeinsame Erklärung об урегулировании имущественных über die вопросов. Regelung der noch offenen Vermögensfragen. Они договорились о том, sie einigten sich darauf, dass die Lösungen, die Entscheidungen, die Regelungen, so wie sie nach dem Kriege entschieden wurden und wie sie nach dem Kriege festgeschrieben wurden, необратимо. Unumstößlich sind und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Вместе с тем, gleichzeitig согласились, что будущий kamen sie überein, парламент, dass es dem künftigen gesamtdeutschen Parlament vorbehalten werden soll, имеет право определить компенсации, über etwaige Entschädigungen за утраченную собственность. Für die Enteignungen zu entscheiden. Так что вопрос этот das heißt, решали сами немцы. Die Frage wurde von den Deutschen selbst entschieden. С немцами. Die einen Deutschen mit den anderen Deutschen. Без всякого нашего вмешательства. Ohne unsere Intervention. Об этом они официально информировали Und sie Шеварнадзе. Haben Minister Schewarnadze offiziell informiert. Он принял совместное заявление. Minister Schewarnadze nahm die gemeinsame Erklärung der beiden deutschen Staaten zur Kenntnis. Без всяких комментариев. Ohne jeden Kommentar. Такова была наша официальная So позиция. War unsere offizielle Position. Ссылаются на Квицинского. Man erwähnt den Botschafter Kwiczynski, который вел переговоры der на своем уровне, ebenfalls Verhandlungen führt auf seiner Ebene, будто выдвигал отказ от реституции als как условие hätte, нашего als hätte согласия er на объединение, den Verzicht auf Restitutionen als Vorbedingung für unsere Zustimmung zu der Wiedervereinigung gefordert. И ссылался при этом на Политбюро. Und sich dabei auf das Politbüro berufen. Я не исключаю, что нечто подобное со стороны Квицинского могло быть. Ich möchte nicht ausschließen, dass Kwiczynski das wirklich getan hat. Я знаю, что на разных уровнях Ich weiß, dass auf verschiedenen Verhandlungsebenen не раз поднималась тема, mehrmals das Thema, что объединяясь, немцы должны смотреть вперед, dass die Deutschen bei der Wiedervereinigung nach vorne schauen sollen и акт объединения не должен открыть дорогу для разборок, для сведения счетов и так далее. Dürfe keineswegs eine Chance geben für diejenigen, die neuen Streit wollen. Да, такие разговоры были. Damals haben wir das auch gesprochen. In verschiedenen Kreisen der Verhandlungs, auf verschiedenen Ebenen der Verhandlungsteilnehmer. Кстати, в Политбюро Im Politbüro, muss ich sagen, wurden diese Probleme niemals erörtert никакого решения по und es gab keinen Politbüro-Beschluss zu dieser Нет, Frage. Вот этот вопрос не мог обсуждаться. Denn diese Frage konnte sich in dem Politbüro überhaupt nicht stellen. Archive открыты, можно... Die Archive sind offen. Jeder kann Zugang dazu finden. Sehr geehrter Herr Gorbatschow, wir bedanken uns sehr für diese turbulenten und für diese netten Worte ganz zum Schluss, dass Sie uns so offen Rede und Antwort gestanden haben. Und wir möchten Ihnen als Dank und als Zeichen unser Symbol, das Symbol für die Gerechtigkeit, überreichen. Unser Dank für Ihr Kommen, für Ihren weiten Weg aus Russland. Es gibt eine... Danke sehr. Надо держать равновесие. Man muss es auch im Gleichgewicht sein. Ja, es muss im Gleichgewicht sein.